Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, hier der Oss. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader Kings 2. Wir stehen vor einer großen Strategiefrage. Du bezahlst Lösegeld, das freut mich sehr. Das wollten wir nie. Moment. Oh. Könnte es sein, dass wir endlich unseren Titel hier bekommen können? Ja. Endlich bist du in Frieden und für 100 Gold. Können wir das Herzogtum endlich abtreten? Herzlichen Glückwunsch. Du bist Herzog geworden. So. Da brauchen wir dich ja nicht mehr als Person von besonderem Interesse markieren. Die große Frage, was wollen wir zuerst? Einen Zugang direkt hier vom Schwarzen Meer hoch an die Ostsee? Oder hier? Das Königreich von Ruthenien. Wir haben ja ohnehin noch Waffenstillstände mit Kiew und Smolensk. Du bist ein einzelnes Land? Ich kann dir auch nur eine Provinz abgeben, das lohnt sich auch erstmal nie. Hier könnte ich die zwei Provinzen bekommen. Das gehört auch zu Ruthenien. So groß bist du nicht. Doch bist du schon. Du hast Unmassen Ländereien. Wie sieht's in Dänemark aus? Der König von Dänemark. Du hast schon ordentlich Truppen? Aber wir haben keinen Kriegsgrund gegen dich. Warum? Unsere Ländereien grenzen aneinander. Ach, du bist konvertiert schon zu katholisch. So viel zu unserem Ostseezugang. Aber du noch nicht, ne? Da gehen wir gleich hier erstmal ran. Was hast du denn überhaupt für Truppen jetzt, wo wir den Krieg erklärt haben? Ein Witz. Polen. Den Polen nicht. Zu was gehörst denn du? Das gehört mit zu Dänemark. Die Provinz bleibt sowieso einzeln. Und hier polnische Revolte. Da erklären wir da erstmal der polnischen Revoltenkrieg um Kleinpolen. Ne, Kleinpolen. Den führen wir auch zuerst. Holen wir unsere Truppen zwar von sonst wo. Aber das macht ja erstmal nichts. Aber wenn du gerade so schön revoltierst, nehmen wir die Provinzen gerne mit. Seid doch gleich da. Und unser Krieg ist schon wieder vorbei. Hä? Krieg um Litauen haben wir noch. Nee, unser kleiner Polenkrieg ist noch in Ordnung. Vielleicht
tun wir gleich deine Truppen schon auf Reis. Nikola. So. Denn solange ihr revoltiert, warum sollen wir euch dann hier einsammeln? Und wir sind verstümmelt. Das war eigentlich so klar. Aber euch kann man leicht erobern. Geht das mal hier rüber. Teilen wir mal unsere Truppen auf, um die Verluste ein bisschen geringer zu halten. Unser Agentenführer ist auch tot. Ihr seid zwar nicht genug zu belagern. Unser Rat. 15 hast du. Sehr schön. Werden wir das schnell erobern, dann unsere Truppen zusammenwerfen. Für einen großen Schlag. Aus der Nummer kommst du auch nie raus, mein Freund. Keine Chance. Und wir sind sofort bei 84%. Und der größere Teil geht hierher. Wenn die Belagerung durch ist, müsste das fast schon gewesen sein, oder? Das ist gerade so genug. Und dann gehen wir da hoch. Und das war's. Vor allem, wenn euer kleiner Aufstand hier vorüber ist, dann können wir euch gleich schon wieder angreifen. Das ist das Schöne. Konvertieren alle schön. Das kann da wohl nicht wahr sein. Tausendzwölfhundert Mann hast du immerhin auf die Beine gestellt. Das ist löblich. Wir können einen Titel schaffen. Ach, unsere Vasallen. Haben hier was gemacht. So, mein Cousin. Du hältst auch nur Witten. Dann herzlichen Glückwunsch. Du erhältst das Herzogtum Balaton. Oder bin ich gerade bescheuert? Herzogtum Pex. Entschuldige bitte. Oder bin ich gerade bescheuert? Nee.
So, Herzogtum Pex ist meine. Ja gut, das kriegst du. Es war alles richtig. Ach, du bist ein direkter Vasall vom König von Pannonien. Während du mein Vasall bist. So. Du gehörst auch zu Pannonien. Dann sind wir doch nochmal nette Menschen. Du willst sowieso Pex haben, genau, deshalb magst du uns auch nie. Deshalb übertrage ich dir doch den Herzog von Pex. Aber das ist mein eigener Sohn. Nee. Heißt nur genauso wie mein Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Unseren Verwalter haben wir auch verloren. So. Aber hier wird es Ärger geben, weil du hältst hier die als Vasallen, die gar nicht deine sind. Wir können unsere Truppen vielleicht mal wieder aufteilen, bevor die Halle zu Ende sterben. Mir beginnt die Forschung. Wir werden den Himmel erobern, weil wir es können. Gut, ihr geht gleich weiter. Kandidaten. Wir nehmen den Mistsammler und Handlanger. Wir brauchen hier gar nicht mehr weitermachen. Wir eilen runter zum Wrack. Krieg gewonnen. Wir wollen mal nicht so sein. Viele Truppen sind mal wieder nie übrig geblieben. Die Provinz. Wir haben schon wieder zu viele. Was haben wir denn schon wieder? Das brauchen wir da gar nicht. Wozu gehört denn das? Kleinpolen. Wer sitzt denn hier? Ach, wir haben das geerbt. Ne, wir haben das nie geerbt, wir haben das gerade erobert. Das ist heute nie mein Tag. Wir haben das vorhin erobert. Das möchten wir auch abgeben. Dieses Herzogtum. Krakau können wir uns irgendwann nochmal dazu holen. Vielleicht hat uns ein Halbbruder. Was ist dieses? Und dieses? Immerhin zwei Bildungen haben wir geschafft. Wie viel fehlten uns noch? Achso, das war Litauen. Das interessiert uns sowieso nie so groß. Hier hat sich Dänemark aber schon schön ausgebreitet.
Müssen wir gucken, dass wir Brutenia noch rechtzeitig in die Knie zwingen. Ach, wir könnten. Kostet uns 3000 Prestige. Ach, 934, so lange können wir warten. Dann können wir uns hier das komplette Land holen. Kiew, wie lange läuft unser Waffenstillstand? Noch 5 Jahre. Dann genauso Smolensk, ne? Wir grenzen immer mehr an dich. Wer lebt denn hier noch? Was hast denn du? 4300 Truppen. Nee, mit dir lege ich mich erstmal nicht an. Was habt denn ihr? ...9400 schaffen wir selber gerade so. Wir haben echt keinen vernünftigen Verwalter mehr, hä? Das ist schon traurig. Aber was ein Patriarch. Du wirst hier unten nie fertig mit konvertieren, hä? Hier oben nämlich noch viel zu tun. Ach ja. Hier tut sich auch ein bisschen was. Das wundert mich, dass hier das Byzantinische Reich so völlig passiv ist. So noch zu deinem Ketzer glauben. Konvertiert, das habe ich nicht mal mitgekriegt. Zur orthodoxen Ketzerei. Wer ist denn dein Nachfolger? Du bist wieder orthodox. Gut. Georgien. Gegen dich habe ich Kriegsgründe. Du holst mir 3 Provinzen. Das Ärgerliche ist, dass ich mir nicht alle 3 auf einmal holen kann, sondern dass ich mir scheinbar 3 Kriege führen müssen. Wir können ja unseren Herzog von der Krim schon mal diese eine Provinz holen. Aber das kleine Königreich Georgien hat auch ganz schön was zu bieten militärisch. Das ist gar nicht so lustig. Ich kann mal in Großmähren noch was reißen. Wir haben ja noch 2 Ansprüche. Aber das lohnt sich auch nicht, das kann unser Vasall selber machen. Der König von Polen. Ich kann mir hier komplett Schlesien holen. Den kleinen Teil. Oder hier die Provinz. Eigentlich wären wir dumm, wenn wir uns hier nicht Schlesien holen. Wie bist denn du aufgestellt? Ach, gar nie. Sehr schön. Es wird Zeit, dass wir uns Schlesien einverleiben. Alles andere wäre hier Quatsch. Das ist ja praktisch auf dem Silbertablett serviert. Das sind 4 Provinzen. Dieses Herzogtum werden wir nämlich unserem Sohn geben, unserem Nachfolger, dass der Prestige sammeln kann. Müssen wir mit unseren eigenen Truppen auch wieder klarkommen. Sofern niemand eingreift. Wie nah unsere Hauptstädte auch eigentlich beieinander liegen. Geh
mir Schlesien. Unser holdes Weib hat Blattern. Oder war das unsere Schwiegertochter? Ich sollte vielleicht doch öfter mal nachschauen, hä? Wir haben Galic geerbt. Das können wir gleich wieder abgeben. Ihr geht gleich hier rüber. Haben wir noch einen Höfling? Dich zum Beispiel. Herzlichen Glückwunsch. Du bist auch die Religion, stimmt. Was ist denn für eine Kultur? Bulgarisch. Galic. Es gehört dir. Auf nach Schlesien. Nitra ist konvertiert. Aber ihr hier unten immer noch nicht. Der Patriarch mag uns dafür umso mehr. Hier geht's schon langsam voran. Du kannst gleich hier anfangen. Hilft dir auch keiner. Können wir eigentlich aufteilen? Und dann belagert man fröhlich los. Mein Patriarch kann das machen. Einen Agentenführer verloren. Die Kaiserin macht's aber nie. So. Gegen wen kämpfst du? Den Jurekrieg machst du? Dann hilfst du mir in meinem Krieg. Sehr schön. Was ist denn das hier? Ein Bauernaufstand, der interessiert uns nie. Geh mal hin, wo du auch belagern kannst. Da zum Beispiel. Wo wirklich keine Verteidiger sind. Ihr kommt hier rüber, bitte. Aber augenblicklich. Und auf sie mit Gebrüll. Die Hügel helfen den Unimer. Und damit haben wir sofort 73%. Was erlaubt ihr euch?
Dann geht mal Prag belagern. Und da ist es geschehen. 39 an einer verstümmelten Verkrüppelung. Ohne Worte. Hier sind wir nun. Haben keine Truppen. Unsere Vasallen werden uns bestimmt gar nicht mögen. Kinder haben auch kaum welche. Verwalter wollen wir nie werden. Die Ambitionen leben wir ab. Wir wollen ganz dringend einen Sohn. Ja, da können wir zumindest hier Schlesien dann anderweitig vergeben. Und die gegnerischen Fraktionen mehren sich. 104%. Herzog Slavomir. Du hast ja nur das Innerherzogtum. Du willst das komplette Karpatenreich haben? Ich bitte dich. Die anderen Fraktionen sind noch im Maß. Aber es wären mehr. Du bist eigentlich gut dabei. Willst du ein Geschenk haben? Du hast schon Ehrentitel. So. Was mögt ihr an mir nie? Kurze Herrschaft ist klar. Wir haben zu viele Kurfürstentitel. Das kann durchaus sein. Könnt ihr eigentlich gleich mal was abgeben? Können wir dir auch was geben? Nein. Das können wir auch später machen. Erstmal würde ich gerne den Krieg hier beenden. Und dann sehe ich gerade auf der Uhr, ist es auch wieder Zeit, dass wir mal Feierabend machen. Einigen wir uns auf einen Nachfolger. Und hier nominieren wir auch. Vielleicht mal uns selber. Uns will zwar keiner. Werden wir mal sehen, jetzt mit der Zeit, was der Frieden hält. Nach unserem Ableben. Von Kaiser Nikola, dem Gründer des Karpatenreichs. Wir haben eine Belagerung gebrochen. Sind wir gar nicht orthodox? Ja klar. Mein Onkel. Ohne Worte.
Wie ist unsere Gattin schwanger? Sind noch bei 90%. Das kann nicht mehr so lange dauern und dann machen wir auch bald mal Schluss hier. Wir täten vielleicht gut, die Ländereien, die wir sowieso erobern wollen, auch zu belagern. Aber nicht dort, wo zu viele sind. Wir haben ihn belagert. So. Ja, minus Pietät. Und viel zu wenig Prestige, das müssen wir ändern. Das muss ich jetzt nie verstehen, oder? Ach, dort oben. 100%. Und damit ist Schlesien in unserer Hand. Mein Bruder, du bist ein Herzog. Du hast noch gar nichts, mein lieber Bruder. Du bekommst Schlesien. Herzogtum. Hä? Muss ich das erst nochmal hier erstellen neu? Ja. Du warst das, du hast noch gar nichts. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der neue Herzog von Schlesien. Großmähren ist fast zerfallen. Polen ist ein Witz. Kiew haben wir zerschlagen. Ich würde sagen, es läuft. Du hast sowieso nicht mehr viel. Böhm. Ein bisschen was hast du schon noch, ne? So, wozu gehörten hier unser Schlesien de Jure. Das gehört zu Polen. Und zum Wendereich. Ja, das war ein richtig guter Fang, den wir hier gemacht haben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!